Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video mit Schwengeldieter. Heute möchte ich euch das Spiel Super Hot zeigen. Es ist ein erstmal klassisches FPS-Spiel. Es gibt keine Items, also nicht die typischen ganzen Rollenspielsachen, aber mit einem großen Unterschied, den ich euch aber gerne direkt im Game zeigen möchte. Also ihr seht schon hier, die Oberfläche ist so ein bisschen wie so ein altes Betriebssystem. Ich kann hier eben die verschiedenen Sachen auswählen. Und wir gehen mal in die Story. Ich habe schon ein bisschen angezockt, wie man sieht. Das sind hier die einzelnen Level. Und hier sind dann halt die ganzen Level, die, naja, ich noch nicht geschafft habe. Ich wollte ja auch erstmal nochmal reinschauen, wie es genau funktioniert. Und wir fangen auch mit dem quasi Tutorial an, was hier recht treffend Kickstart heißt oder Kickstarter halt. Denn das Spiel ist über Kickstarter finanziert worden. So, übrigens sehr schön, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, dieses Spiel zu testen, denn eigentlich ist es noch gar nicht released, aber da ein Freund von mir das bereits in einem YouTube-Video gezeigt hat, habe ich auch von ihm die Möglichkeit bekommen, das Spiel selbst mal zu zeigen. So. Jetzt sieht man hier auch schon eine interessante Sache. Solange ich stehe, passiert alles extrem langsam. Also eigentlich steht in der Spielbeschreibung quasi, es passiert nichts, aber das ist nicht ganz korrekt. Denn ihr seht, ich gehe mal ein bisschen näher, die Kugel fliegt trotzdem, ja, nur halt nicht ganz so schnell. Hier, er hat auch schon wieder eine neue Kugel abgeschossen. Also die Kugel fliegt schon, aber halt nicht so schnell, als wenn ich mich bewege. So, jetzt werde ich dem Typen ja erstmal den Gar ausmachen, dem ersten. Und auch meine eigenen Kugeln fliegen extrem langsam. Ich lade unfassbar langsam nach. So, beziehungsweise nachladen. Also, ich kann wieder schießen. So, jetzt werde ich hier direkt mal dem Typen einen Headshot verpassen. So, und ihr seht schon, das Ganze ist in einer echt ansprechenden Grafikgestalt, dass hier nicht irgendwie krasses Gesplatter ist. Also die Typen bestehen quasi aus roten Kristallen. Man will sich hier einfach nicht zu ernst nehmen. Ihr habt ja auch an diesem, ja, wie soll ich sagen, Ende des der Mission gesehen. Dieses Ende ist immer gleich. Also da wird halt quasi dann immer nur super hot gesagt. So. Und das Spiel nimmt sich hier nicht zu ernst, finde ich persönlich klasse, dass man hier nicht das Gefühl hat irgendwie, ja, die wollen ja jetzt was ganz Extremes machen oder sowas. Die wollten einfach ein geiles FPS-Spiel machen und das werden wir jetzt mal zusammen herausfinden, ob ihnen das gelungen ist. Ihr seht schon, die Missionen sind im Verhältnis super kurz, auf jeden Fall am Anfang. Ich habe ja erst ein paar gespielt. Aber auch sehr kurzweilig, denn es ist nicht so, dass alle Missionen, ups, wie diese jetzt hier gerade so unfassbar leicht zu schaffen sind, dass man denkt, ja, was soll das? Warum soll ich das überhaupt spielen, wenn das so leicht ist? Oh, ich hoffe, die treffen mich jetzt nicht. So, ich muss erstmal die Waffe aufnehmen. Dann schieße ich erstmal den ersten über den Haufen. So, versteck mich hier mal kurz. Jetzt kann ich wieder schießen. Hoffe, dass der noch nicht abgeschossen hat. Nee. So. Und jetzt, ach, ich gehe mal nach links. So, und der ist auch hin. Okay, also jede Mission hat so ein bisschen ihre eigenen, ja, also die Missionen sind immer komplett identisch, ne? Also alle kommen immer aus der gleichen Richtung, zum gleichen Zeitpunkt und so weiter. Hier sieht man schon, also meine Waffe ist jetzt hier leer, oder ich habe gerade, glaube ich, den letzten Schuss. Ah, okay, ich darf nicht zu lange warten. Das war beispielsweise, wir restarten mal. So, ich muss hier meine Waffe mit Rechtsklick auf ihn werfen. Kann ihm direkt noch einer in die Fresse verpassen. Dann nehme ich mir seine Waffe. Und jetzt sprinte ich hier auch mal raus aus diesem Lieferwagen. So, okay, bisher sehe ich noch niemanden. Ah, okay, da leuchtet es schon rot. Also man sieht, da kommt mindestens einer. Wie man sieht, zwei. So, den ersten kriegen wir hoffentlich relativ schnell. Und auch den zweiten. Oh, okay, und der andere kommt direkt vor uns raus. Ah, verdammt. Ja, okay, also, neuer Versuch und diesmal latschen wir nicht direkt in seine Arme. So, also da kommen die zwei. Der erste, den nehmen wir uns hier vor. Den zweiten dort. Und da ist jetzt nämlich Nummer drei, der uns eben von der Seite gekillt hat.
ohne dass wir ihn so richtig gesehen haben. Okay, perfekt. Und das war's auch schon. Also man muss sich einfach nur ein bisschen anpassen. Die Missionen sind wirklich schwer. Man kann sich übrigens lustigerweise immer noch mal so ein Replay angucken. Natürlich in normaler Geschwindigkeit. So. Was auch ganz cool ist, denn so kann man wirklich sehen, was hat man eigentlich wirklich gemacht. Ah, ja, okay. Also, der Anfang ist nicht immer ganz so einfach. Hier hat man schon gesehen. Zack, direkt in die Fresse. Der wird abgeknallt und man sieht schon, hier fährt eine U-Bahn, sehr interessant. Den schießen wir auch über den Haufen. So, da kommt jemand Neues. Können wir schauen, ich glaube von rechts sogar auch. Ja, genau, da ist er auch schon. Ich hoffe, dass wir ihn treffen. Ja, wir haben ihn getroffen. Oh, und hier kommt einer ohne Waffe. Okay, der da hat eine Waffe. So, genau, hier ist nämlich das Problem. Es könnte sein, dass wir jetzt schon keine Waffe mehr haben. Zack, wir nehmen seine, schießen ihn direkt ab. Ah, verdammt! Und von der rechten Seite kam noch einer. Okay. Also, so einfach finde ich es nicht. Aber wäre ja auch langweilig. Denn hier ist ja nicht viel mit, wir suchen uns mal neue Gegenstände oder wir sammeln irgendwie Items oder sowas. So, ah, er hat jetzt nämlich hier abgeschossen. Ich hoffe, er trifft uns jetzt nicht. Ja, wir ihn jedenfalls. Ah doch, wir haben ihn getroffen. Perfekt. Oh, er nimmt sich die Waffe auf. Nein! Okay. So, jetzt wird hier hinter. Ja. Puh, das war knapp. Oh, wir haben es geschafft. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, ja, so knapp wie das gerade war. Okay, so, ich denke mal, das Spielprinzip ist relativ klar. Jetzt ist es übrigens lustig, also wir haben jetzt hier irgendwie... Aha. Können wir jetzt hier weitermachen oder sowas? Nee, können wir nicht. Nee. Disconnecting, verstehe. Okay, also das Ganze ist halt so, ja, so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Assassin's Creed, finde ich, dass man hier irgendwie das Gefühl hat. Aha, incoming message, so. Okay, wir können jetzt hier was eintippen, allerdings, egal, ich tippe jetzt einfach mal ein A ein. Nochmal ein A. Ne, ein A geht nicht, okay. Ein S, ein D. Okay, also wir können einfach irgendwas hier, irgendwelche Buchstaben hintippen. Der schreibt also automatisch. Also mit anderen Worten, hier können wir halt nichts machen. Okay. So, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt waren. Achso, wir waren bei der Subway, genau. So, wir werden einfach mal das nächste Level machen. Jump. Space to jump. Okay. Oh, oh. Dem müssen wir jetzt unbedingt ein paar in die Fresse geben. Oh, oh. Ja, okay. Verstehe. Jump. Okay. Und nochmal Restart. Diesmal war es direkt das Auto. Also, ganz entspannt. So, jetzt haben wir ihm in die Fresse. Und dem hier müssen wir jetzt erstes Mal einen verpassen. Genau, sonst wird er uns nämlich überwältigen. Und er setzt hier schon zum Schlag aus. Aber vorher möchten wir ihn doch dann noch lieber erschießen. Dort kommt auch noch einer. Ich hoffe, er weicht nicht aus. Nee, ist nicht ausgewichen. Perfekt. So, jetzt können wir uns mal umschauen, ob hier noch irgendwer ist, den wir schon sehen. Ja, da hinten. Da hinten kommt einer. So, wir nehmen jetzt nicht lieber die Waffe. Oh, er hat schon ihn abgefeuert. Ich hoffe, wir treffen ihn. Ja, perfekt. Und den treffen wir nicht. Doch, haben wir. Perfekt. Okay, also ihr seht schon, das Spiel nimmt an Schwierigkeit rapide zu. Ja, also das war jetzt schon... Naja, sagen wir mal, ich habe es ja schon mal gespielt, schon mal gewonnen, so. Also ihr seht schon, hier werden wir in so eine ganz andere Situation reingeworfen. Wir brauchen unbedingt die Waffe. Und jetzt sehen wir auch schon, hier leuchtet schon rot. Nee. Oh, fuck. So, den haben wir schon mal gekillt. Und jetzt kommt der hier. Jetzt wird es auch schon spannend, ja? Die Mission ist nämlich hier, die hat es richtig in sich.
Ja, den werden wir nicht treffen, oder? Doch. Wow. Und das war mal echt eine knappe Kiste. Na, ist hier schon wer? Nee. Wo ist denn hier was neben uns eingeschlagen? Da kommt schon der nächste. Das heißt, okay, perfekt, den haben wir getroffen. Jetzt brauchen wir den hier, den treffen wir auch. Wunderbar. Super. Oh, perfekt, wir haben sie geschafft. Ja, die hatte ich nämlich bisher noch gar nicht geschafft. Ich hatte sie zwei, dreimal probiert. Ich dachte, Mensch, kann ich ja dann auch gleich mit euch zusammen probieren, wenn ich das Spiel mal zeige. So. Hier weiß ich natürlich noch gar nichts. Wir nehmen uns erstmal eine Flasche. Okay, stillstehen. Nicht bewegen. 5, 4. Sitzen. Hä? Was, wie soll ich denn sitzen? Was soll denn der Quatsch? 5, 4, 3, 2, 1. Super Haupt. Super Haupt. Was war denn das für eine Mission? Super Haupt. Okay. Ja. Bin nicht sicher, wie ihr die Mission hier gesehen habt. Ich fand sie etwas verwirrend. Wow. Wow. Oh ja, das Ding brauchen wir unbedingt. So, okay. Ich glaube, die beiden sind komplett hinüber, oder? Ach, das war nur das Aufwärmen. Okay, dem haben wir auf jeden Fall schon mal das Ding aus der Hand gehauen. Okay, aber mit dem Teil hier ist es relativ einfach. Dann schmeißen wir ihm das Ding jetzt mal an Latz. Schnappen wir uns mal den neuen. Oh ja. Okay, Nahkampf. Also wenn die alle keine Fernkampfwaffen haben, fand ich jetzt Nahkampf nicht so schwer. Was hat er gesagt? Okay, dem haben wir es auf jeden Fall schon mal gezeigt. Oh. Dem auch. Und jetzt schnappen wir uns mal schnell die Flasche. Um die entweder... ja, das war eine Shotgun. Mit der möchte ich es eigentlich nicht so gerne aufnehmen. Wow. Okay. Nein. Wir schmeißen ihm... Nein, wir haben es verfehlt. Okay. Wir versuchen unser Bestes. Wow. So. Nein. Ja. Gut. Ich denke mal, mit der Flasche müssen wir treffen. Ansonsten wird das nichts. So. Okay. Die Flasche nehmen wir mit. Den ersten Shotgun-Schüssen weichen wir aus. Wow. Da kommen auch schon die nächsten. Ah, okay. Versuchen wir es mal so. Vielleicht mit einer Billardkugel. Okay. Jetzt hat er auf jeden Fall auch aufs Maul. Oh oh. Oh oh. So, und jetzt können wir schon die Shotgun? Nein. Asking for trouble. Halt, die Shotgun. Ja, perfekt. Ah ja, okay. Also, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wow, das war am Kopf vorbei. Das war nicht am Kopf vorbei. Okay, also die Mission hat man schon gesehen. Werden definitiv auch umfangreicher. Na? Mal versuchen wir mal gleich weiter zu rennen. Ja, schaffen wir. Werfen. Das ist übel. Oh oh, was hat denn da jetzt gefunden? Hinten. Oh fuck. Jetzt kriegen wir ihn noch hier. Können wir ihm noch richtig. Okay, jetzt versuchen wir es erstmal mit der Pistole. Ne, der haben wir natürlich daneben getroffen. Hätte ja gern die Shotgun.
Muss ich wahrscheinlich ihm die Pistole hier auf... Ach, verdammt! Ah, das ärgert mich hier mit dem. Wir müssen ihm, glaube ich, direkt die Shotgun... Wenn wir ihm nicht direkt die Shotgun... klauen, dann wird's schwer. Oh, oh. Na, haha. Gut. Ja, ich überlege, ob ich das jetzt hier noch 20 Mal mache, bis ich es dann geschafft habe. Also, von der Sache her, ja, wir haben auf jeden Fall das Spielprinzip hier verstanden. So. Okay. So. Ich hoffe, dass jetzt hier aus der Richtung nicht noch mehr kommen. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Die kommen... Was? Oh, ist das blöd. Wo hat er denn die Pistole hingelegt? Verdammt, wo ist denn seine Pistole gewesen? Oh nee, Leute. Mann, gut, okay. Ich lasse es. Es ist mir etwas zu blöd gerade. Ah, okay. Ah, G activates God Mode. So, G. Jetzt probieren wir es mal. In der God Mode. Also, jetzt dürften wir ja eigentlich keine Probleme haben. Ja. Ah, okay. Jetzt muss ich... Interessiert mich natürlich sehr. Ob... Mann, ey. Ob diese God Mode jetzt immer, also dauerhaft gilt oder halt... Jetzt probieren wir es einfach. Aha, ich glaube, uns kann jetzt gerade keiner treffen, ne? Ja, okay. Interessant, die können sich übrigens auch selbst abschießen, was mir nicht so ganz klar war. Okay, ah, ist ja spannend. Also, total klasse, dass ich das jetzt nochmal herausgefunden habe, auch wenn das jetzt so nicht so ganz geplant war. Aber das ist natürlich schön, dass man das machen kann, denn nichts frustriert mehr, als wenn man ein Level 15, 20 oder dann 50 Mal spielt und man schafft es einfach nicht. Also, zumindest, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde, sowas ist extrem belastend. So, okay, diesmal will ich jetzt, ich will das Spiel jetzt gar nicht zu viel vom Spiel zeigen, ja, deswegen machen wir jetzt hier mal einen Cut und schauen uns einfach mal kurz an, was haben wir jetzt gesehen? Also wir haben bisher von der Story halt, oh ja, interessante, also ich denke mal, dass die Story hier komplett gezeigt wird. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der bisherigen Story hier gespielt. Es gibt allerdings auch noch diesen Endless Mode, den gibt es allerdings erst, wenn man die Story komplett geschafft hat. Aber hier steht ja schon drin. Scoring Kills in Endless Mode. Okay. Gut, also hier kann man dann Mods anscheinend dadurch auch noch freischalten. Also klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Sache, genau. Denn ich habe hier jetzt an Mods habe ich gar nichts. Aber es gibt hier anscheinend noch 1000 verschiedene Sachen, die direkt von den Entwicklern so vorgesehen sind, die man dann umschalten kann, wenn man denn möchte, ja. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung sich diese Mods bewegen, aber soweit habe ich das Spiel ja auch noch nicht gespielt. Was ich sehr schön finde, ist das Spielprinzip. Nicht umsonst wurde es über Kickstarter finanziert und hat auch eine Finanzierung bekommen, ja, was ja heutzutage wirklich schon, okay, ich glaube, es war 2013, aber was ja wirklich schon eine relative Seltenheit ist, denn, naja, Kickstarter ist ja heutzutage auf keinen Fall mehr ein Garant dafür, dass man wirklich Spiel finanziert, sondern da wird ja wirklich von der Community sehr, sehr stark ausgewählt, wofür man denn wirklich sein Geld spendet. Das heißt, es ist eigentlich auch schon, ja, das zeigt eben auch, dass dieses Spielprinzip so mit dieser Zeit was Neues ist, was man einfach noch nicht so kennt, was man bisher so noch nicht gesehen hat. Ja, was ich jetzt bisher natürlich ein bisschen vermisse als, naja, ich sag mal, als Freund des Rollenspiels vermisse ich natürlich so ein bisschen das Rollenspiel. Aber es ist auch fies zu sagen, denn das hier schimpft sich ja wirklich FPS, ja, also First-Person-Shooter. Also es geht wirklich darum, aus der
direkten Spielperspektive quasi aus der Ich-Perspektive einfach nur zu schießen. So. Und viel mehr will dieses Spiel auch nicht machen. Und das, finde ich, macht es wirklich gut. Funktioniert total klasse. Also wer als FPS-Fan kann ich nur sagen, klappt gut, macht richtig Laune und man verliert halt auch nicht so schnell den Spaß daran, denn durch das, was wir gerade, also was ich gerade erst entdeckt habe, ja, durch diesen God-Mode kann man eben auch Level überspringen, die man, naja, sonst vielleicht so nicht geschafft hätte, was dann halt immer frustrierend ist, dann hört man das Spiel doch schnell mal auf. Und da das nicht der Fall ist, kann man dieses Spiel hier halt auch locker durchspielen, ohne dass man ein Level halt, ja, bei diesen kurzen Levelzeiten vielleicht sogar 100 Mal machen muss oder sowas. Das muss man halt hier nicht. Irgendwann kann man halt sagen, gut, ich schaffe das Level jetzt nicht. Kann ich ja nochmal probieren, wenn ich das Spiel durch habe. Aber erstmal interessiert mich ja dann auch, wie es weitergeht. Ich will mal wieder ein paar Missionen schaffen und nicht immer wieder an dem gleichen versagen. Für mich rundum gelungen. Und ja, mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch ruhig mal einen Daumen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Schwengeldieter.